So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda The Wind Waker. In der letzten Folge haben wir uns das Triforce hier in Präludien geschnappt. Und ich würde sagen, bevor wir hier aufbrechen, gehen wir nochmal Oma besuchen, denn wir müssten ja ein paar wundervolle Suppen hier abgreifen können, nicht wahr? Wir haben 3 leere Flaschen, das heißt... Oma, ich hoffe, du hast genug gekocht. Für dich und beide deine Kinder, die nicht bei dir sind. Oh, weh, Link, Errol, bitte, du darfst nicht fortgehen. Ah, sie ist... Moment. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich dachte, ich hätte das schon... Oh. Dann kann ich das jetzt noch nicht machen. Dann müssen wir einmal ganz kurz hoch zur Feenquelle. Ah, was bist du denn für ein Brummer geworden? Oh, finde ich super. Ja. Das heißt, wir müssen nochmal ganz hoch, wo wir am Anfang Tetra gefunden haben. Denn da war ja auch eine Feenquelle, die wir eigentlich jetzt aufspringen können müssten, wenn ich... Nein, ich brauche keinen Rasen zu mähen. Es macht überhaupt keinen Sinn, da jetzt Rasen zu mähen. Ich meine, wir werden gleich eh voll geheilt bei den Feen oben und... Außerdem haben wir eh 1000 Rubine. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn. So, dann schlitzen wir unseren Weg hier hoch. Nein, nicht Rasen mähen. Oh, das sieht tatsächlich... Oh, Herzen. Etwas problematisch aus. Stimmt, das war ja auch... es sieht problematischer aus, als es ist. Es ist überhaupt kein Problem. Es ist nur ganz kurz... Es ist voll das Problem, weil wir keine Magie haben. Can you drop me some magics? Oh, magics. Here we go. Kriege ich ein bisschen mehr magics? Oh ja, das ist... Oh, das ist die Sprache, die ich spreche. So, dann gehen wir einmal hier hoch. Können jetzt... Das Lied des Windes spielen. Und einmal ganz elegant... Stimmt das? Nein, stimmt natürlich nicht. Einmal ganz elegant die Windrichtung wechseln. So. Na, wunderbar. Immerhin beim zweiten Versuch geklappt. Dich brauche ich. Und ab, würde ich sagen. Und... Nein! Ich mach ganz kurz einen Schnitt. So. Jetzt habe ich es tatsächlich geschafft. Wow, man mag es überhaupt nicht glauben. Ich muss viel geduldiger werden in Spielen. Das ist was, damit bin ich schon oft auf die Nase gefallen, dass ich einfach zu ungeduldig bin. Oh nein, nicht ihr! Jetzt bin ich am Überlegen. Da oben ist die Feenquelle. Dass ich einfach viel zu ungeduldig bin und einfach Sachen überstürze. Das ist jetzt... Kriege ich das eigentlich? Brauche ich dafür den... Ich brauche dafür die Handschuhe und nicht die Bomben. Okay, gut. Ich meine, ich habe ja beides. Ich bin schon so oft auf die Nase gefallen, weil ich irgendwie... Gerade bei Online-Spielen, weil ich zu ungeduldig bin und dann... Ihr kennt das. Ihr kennt das. Junge, der du die Winde erwächst. Ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dein Abenteuer zu erleichtern. Schwupp! Und wir... Oh ja! Oh ja! Außerdem... schnappen wir uns hier ein paar kleine Feen. Und mit ein paar meine ich 3, weil ich leider noch keine 4 Flaschen habe. So, 2. Ja, ich weiß, wie Feen funktionieren. Feen haben mir schon mal den Allerwertesten gerettet in diesem Let's Play. So, wundervoll.
Und Nummer 3. Oh mein Gott, 5000 Rubine sind so... Oh. Warum ich mir das Upgrade nicht schon lange geholt habe. Weil ich wusste, dass es das Upgrade ist, das wir hier bekommen. Ah ja, ich komme hier einfach wieder raus. Ich komme ja einfach wieder zurück. Kannst du bitte weggehen? Danke. Ich mag dich nicht, ich mochte dich noch nie. Eine meiner Meinung nach der schlimmsten Zelda-Gegner. Viel zu nervig. Ey, ich kenne Abkürzung. Und natürlich übers Dach. Ich meine, ist ja schon selbstverständlich, nicht wahr? Oh, ich hätte es vielleicht vorher holen sollen, bevor wir in den, das Ding, wo das Triforce drin war, gegangen sind. Das hätte vielleicht ein bisschen was gebracht. So. Oh, wie, ah ja, richtig. Die Oma, der geht's auch nicht so gut. Aber eine Fee hilft da schon ganz schnell Abhilfe. Schafft Abhilfe. Ha? Ha? Oh, Link! Du bist es doch, oder? Ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn ich das Lächeln auf deinem Gesicht sehe. Link, mein kleiner, lieber Link. Ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Warst du das? Hast du mich geheilt? Du bist wirklich ein braver Junge. Weißt du, du und Aerely sind wirklich tapfere Kinder und eure Großmutter ist ängstlich und beschwert sich die ganze Zeit nur. Ich bin eigentlich diejenige, die sich am Schlawittchen packen sollte, nicht wahr? Es tut mir wirklich leid, ich sollte mehr auf deine Gefühle achten. Ich bin eine schlechte Großmutter. Link, mehr kann ich leider nicht für dich tun, aber ich will dir wenigstens das hier in deiner Flasche mit auf den Weg geben. Und hier kommt Omas Suppe. Wenn du sie zu dir nimmst, regenerierst du deine Energie und magische Energie, und zwar vollständig. Solange du keinen Schaden erleidest, schlägst du mit doppelter Stärke zu. Weil deine Großmutter die Flasche ganz voll gemacht hat, reicht es für 2 Portionen. Die mögen dir doch so gerne, nicht wahr? Wenn sie aufgebraucht ist, komm ruhig wieder und hol dir einen Nachschlag. Ich werde sie gerne für dich kochen. Großmutter wird sich von jetzt an wirklich Mühe geben. Aber du, ja, nichts Gefährliches, hörst du? Nein, nein. Gefährlich? Nein. So, wo sind jetzt die nächsten Bosse, die ich schnetzeln kann? Oh, aber die Oma ist so süß. Und die tut mir so leid, weil die sich ja voll schlecht fühlt. Dabei muss sie sich überhaupt nicht schlecht fühlen. Und oh mein Gott, ah, my heart broke. So, hüpf. Auf jeden Fall würde ich sagen, das nächste Ziel, das wir anstreben, ist die Greifenhorstinsel. Dazu muss ich ganz kurz spicken. Moment. Was da am nächsten dran ist, welcher Teleportpunkt. Ah, das müsste der hier sein. Tantopia, jawohl. Dann werden wir mal ganz schnell nach Tantopia wirbeln. Dass Link da nicht schlecht wird, wenn er immer so, boah. Oder ihm wird schlecht, aber er überspielt es einfach nur gut, weil es ist... Es ist einfach der schnellste Weg. Es ist halt so. So, wir müssen jetzt... bin ich richtig? Ja. Da müssten wir hin müssen tun. Denn ich glaube, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht vertue. Aber ich glaube, das war da, wo wir das letzte Mal keine Putt-Putt-Früchte hatten. Oh, ein Schatz. Wie gesagt, wir brauchen Geld. Geld ist wichtig. Und jetzt können wir ja mehr tragen. Obwohl ich gesehen habe, dass wir tatsächlich nicht so viel Geld brauchen, wie ich dachte. Beim Originalspiel war das so, dass jedes Triforce, das wir jetzt schon gefunden haben, das hätten wir noch gar nicht finden können, weil wir davor mal, oh. Lag? Hallo? Why are you lagging? Aufnahme?
Jetzt ist mein Ton weg. Hallo? Hohe CPU-Auslastung. Mann! Es gibt nichts, was meine CPU auslastet. Außer vielleicht das Elgato Capture-Programm, aber auch das sollte, ja genau. Aber wir sind richtig. Und jetzt geht's wieder. Seltsam. Ich werde das mal nicht weiter hinterfragen. Komisch. Was ich erzählen wollte. Zu jedem Triforce-Teil, das wir jetzt gefunden haben, hätte es nochmal extra eine Karte gegeben. Und die Karten hätten wir extra für viel Geld bei Tingle entziffern lassen müssen. Und, ach, ich sag's euch. Nicht cool. Kann ich eigentlich... Oh, das war gar kein so ein schlechter Schuss. Oh, ja, kann ich. Kann ich den hier auch wegsnipen? Okay, ich glaube, den kriege ich nicht. Aber die anderen sind auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich, wenn ich die erwische. Oh ja. Get snooped! So, ich habe gerade gesehen, wir können mit dem Enterhaken hier irgendwas machen. Was ist denn gerade wieder los? Meine Güte, kann man hier nicht in Ruhe aufnehmen? So, genau, wir können hier hoch. Außerdem... Ich... Mein Discord ist eigentlich aus. Das ist das, was mir gerade am meisten Sorgen macht. Ich sollte eigentlich keine Nachrichten kriegen können, weil ich Discord vor der Aufnahme ausgemacht habe. Okay, den kriege ich nicht. Dann probieren wir es mal so. Und mit Mr. Möwe hier. Nein, müssen wir die Schalter aktivieren, wollte ich sagen, die in den Nestern sind. Oh, schon wieder nicht. Okay, eins haben wir. Zieh hoch. Oh nein, jetzt hat uns der Vogel auf dem Kieker. Hä? Ich bin da doch gerade quasi durchgeflogen. Ich hoffe, ich habe hier keine... Warum ist der Schalter an? Und wann ist dieser Schalter angegangen? Kannst du bitte nicht... Danke. Hä? Ich bin am Schalter hängen geblieben. Ach, es ist doch... Ich bin am Schalter hängen geblieben. Aber es hat den Schalter nicht aktiviert. Okay. Danke, Spiel. Immerhin scheinen die Schalter anzubleiben. Das ist... Oh, da ist noch ein Vogel. Ach, come on. Kann ich dich hier triggern, dass du da wegfliegst? Ja, kann ich. Komm schon, Möwi. Nein. Nein! Ich bin schon wieder da dran hängen geblieben. Aber aktiviert hat es den Schalter natürlich nicht. Schon wieder! Was ist das? Alter! Oh, natürlich brauche ich jetzt noch eine Putt-Putt-Frucht.
Es ist unfassbar. Ich weiß schon, warum ich mich so lange hier vorgedrückt habe. Und jetzt sitzt er wieder da drauf. Wirklich. Kannst du da bitte weg? Okay, der Schalter ist tatsächlich unaktivierbar. Es geht nicht. Ich bin jetzt das dritte Mal dagegen geflogen. Also ich wollte gerade sagen, wenn ich den damit nicht krieg, dann ist aber hier. Ne? Oh, Post für mich. Kümmere ich mich gleich drum. Muss erstmal in das Loch hier rein. So, hier kriegen wir vermutlich erstmal... Oh, Moneys. Gift der Moneys. Immer ein bisschen was. So, und einmal das Lied des Windes. Ich weiß es leider nicht, weil ich vorher schon mal einen kurzen Schnitt gemacht habe. Wie lang die Aufnahme ist. Es kann sein, dass die Folge jetzt ein bisschen kürzer wird. Dann tut mir das leid. Aber... Ja, dann kann ich mich wenigstens mal darum kümmern, warum zum Geier Discord die ganze Zeit Töne macht. Obwohl es zum einen aus ist, zum anderen habe ich eh das Gefühl, dass im Moment Discord viel mehr laute Benachrichtigungen verschickt als früher. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Den Brief können wir noch entgegennehmen. Guten Abend, ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Rotz. Link, ich hoffe, es geht dir gut. Hast du auch genug von meiner Suppe? Ich wüsste zu gern, wo du jetzt bist. Aber vielleicht bist du ja gar nicht so weit fort. Hoffentlich hast du keinen Hunger. Hoffentlich bist du nicht verletzt. Link, ich weiß, du magst es nicht, wenn ich mir immer so viele Sorgen um dich mache, aber ich bin nun mal deine Großmutter. Ich habe dir mein Erspartes Oh, Oma! Viel ist es zwar nicht, aber ich hoffe, es hilft dir ein wenig. Bitte scheue dich nicht, es auszugeben. Wenn nur du und Errol bei mir sind, dann brauche ich sonst nichts mehr und ich bin wunschlos glücklich. Bitte kommt beide bald wieder nach Hause. Deine Großmutter. Und wir kriegen 20 Rubine. Oh, so süß, Oma. Oh. My heart broke again. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, soll es erstmal gewesen sein mit The Legend of Zelda The Wind Waker. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.